Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich hatte euch hier in meinem Kanal das ein oder andere Mal Laptop-Ständer oder hier solche Tablet-Ständer, beziehungsweise kann man natürlich auch als Smartphone- oder Handy-Ständer letztendlich benutzen. Ja, so sollte man es nicht benutzen. Die kann man hier einstellen, das heißt also, man kann das so ein bisschen schräger stellen oder hochkant. Die sind, damit die Sachen nicht kaputt gehen. Hier unten sind die gummiert meistens und hier oben auch. Also das ist ein relativ leichter, aber auch relativ preiswert. Link setze ich euch gerne in die Videobeschreibung rein. Ja, das kann man sehr schön brauchen, wenn man jetzt mal Netflix oder wie unser einer Amazon Prime schaut, kann man das sehr, sehr schön machen. Man kann das beim Kochen irgendwo, wenn man jetzt mal nach Internetrezept kocht, kann man das irgendwo hinstellen. Dafür ist so ein Ständerchen ganz toll. Ist natürlich nichts Neues, also bitte jetzt nicht anfangen zu gähnen, so was stellt der denn da für langweilige Sachen vor. Was ich vorstellen möchte, ist ein... wenn ihr den Kanal von mir gesehen habt, schon mal öfter, ich bastle ja öfter hier mit U-Gears-Sachen rum. Das ist so Holz, das ist reines Holz, ein Stecksystem. Da kann man ganz tolle, hier solche tollen, hier so ein Motorrad, wo der Weihnachtsmann gerade drauf sitzt, hier so eine Weihnachtskrippe oder hier auch so einen ganz tollen Retro-Rennwagen entsprechend basteln. Dafür braucht man ziemlich lange. Das hier ist ein relativ einfaches und das ist ein, das ist ein Handyständer, Handy- oder Laptopständer. Und den möchte ich euch vorstellen und den packen wir jetzt aus und dann bastel ich ihn euch gerade zusammen und dann habt ihr im Prinzip einen Holz-Laptopständer oder Tablet- oder Smartphone-Ständer und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze, der ist auch verstellbar, wie das Ganze funktioniert. Dafür stellen wir auch mal die Kamera um. So, 20 Minuten später habe ich das Ding zusammengebastelt. Das ist immer wieder schön hier mit zu arbeiten mit den U-Gears Sachen. Das ist wirklich Holz, das im Prinzip schon vorgestanzt ist. Das heißt, das ist hier mit einem Laser im Prinzip schon rausgebrannt. Ihr müsst dann nur die Teile, habt ihr ja gesehen im Video, einfach nur rausdrücken. Und
Es riecht wirklich nach Holz, nach angebranntem Holz. Also es ist immer ein sehr angenehmer, ich bastel sehr gerne damit, weil auch der Geruch wirklich sehr angenehm ist. Wie gesagt, hier Motorrad, Krippe, hier der große Wagen. Ich habe noch zwei andere Modelle. Da habe ich auch Videos drüber gemacht. Wer da übrigens Interesse hat, ich habe mittlerweile eine eigene U-Gears Playlist, die verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr sehen wollt, wie man sowas hier auch alles Mögliche bastelt, hier so Autos oder Motorräder, guckt da gerne mal rein. Also, ich habe mich aber eben ein bisschen, muss ich sagen, jetzt, wo ich es in der Hand habe, ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das heißt also Laptop oder auch Tablet-Ständer ist es nicht. Es ist ein reiner Handy- oder Smartphone-Ständer. Also für ein Tablet oder so funktioniert es nicht. Ich kann hier an der Seite ist hier eine kleine Feder drin, die kann ich hier reindrücken und damit kann ich dann immer halt entsprechend verstellen. Das heißt also, ich kann das nach oben machen oder ein bisschen schräger. Und immer wenn ich dann, so ist es jetzt arretiert, habt ihr gehört, und wenn ich es dann wieder verstellen will, drücke ich einfach hier an der Seite drauf und dann kann ich es wieder nach oben oder nach unten setzen. Also das ist wunderbar, hält auch ganz gut. Also bis jetzt würde ich sagen, das kann man gut gebrauchen. Einmal quer logischerweise auch und dann haben wir hier so ein bisschen Schutz, damit wir nichts verkratzen, auch nochmal drauf. Also ich finde es sehr schön, es ist mal was ganz anderes. Und es ist halt selbst gebastelt und ich finde es sehr, sehr schön. Das ist ein Naturprodukt und es riecht gut. Okay, das soll es gewesen sein. Ich stelle es nochmal drauf und ich lasse es mal so stehen. Also, Kostenpunkt, wo ihr das bestellen könnt, für relativ kleines Geld, ich glaube keine 10 Euro. Und wie gesagt, so 20 Minuten ungefähr. Also gut, vielleicht auch eine halbe Stunde für die Leute, die jetzt nicht damit, man muss genau hingucken, aber die Beschreibung, die Bastelbeschreibung ist wirklich sehr, sehr einfach. Das ist super bebildert. Auch bei den größeren Sachen wie hier, wo mehrere hundert Teile mit dabei sind, da ist es also auch sehr, sehr gut beschrieben. Ist schön, ist was Schönes, hat nicht jeder selbst gebastelt und aus Holz. Und das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Auf eure Unterstützung ist der Kanal auf jeden Fall angewiesen. Würde mich freuen. Und ja, wie gesagt, Playlist von Ugears, von dem, was ich bisher da gebastelt habe, setze ich euch in die Videobeschreibung. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Würde mich freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video am Platz demnächst wiedersehen würden. Bleibt gesund, gute Zeit, tschüss.